Er geht also in den Wald. Denn ihm fiel ein, dass Bienen ja eigentlich Waldwesen sind, also so ganz ursprünglich, und in Baumhöhlen leben. Also raus aus der Höhle, in die helle Sonne und dann ab Richtung Wald. Schon bald war er da. Er wanderte durch das Unterholz. Zweige knackten unter seinen schweren Pfoten. Immer wieder hielt er an, um zu lauschen, ob er das Summen der Bienen hören könne. Da kam er auf eine Lichtung, mitten im Wald. In der Mitte lag ein großer Stein. Dort ging er hin. Es waren Symbole, also Zeichen auf dem Stein und Pfeile daneben. Welchem Pfeil sollte er folgen? In welche Richtung sollte er gehen? Das sind die Symbole, die er auf dem Stein fand. Vier Symbole. Wenn du meinst, er sollte dem ersten Symbol folgen oben, dann klick auf die 1. Oder bei dem Zeichen darunter. Hier, soll er diesem Zeichen folgen, dann klicke auf die 2. Soll er diesem Symbol hier folgen, dann klicke auf die 3. Oder dem Symbol ganz unten, dann klick auf die 4. Dann geht das Abenteuer weiter. Solltest du übrigens zufällig mal auf ein Ende finden, wo die Geschichte nicht weitergeht, ist es wunderbar. Dann melde dich einfach bei mir und schreib mich an. Unten findest du meinen Kontakt. Du darfst gerne einen Vorschlag machen, wie die Geschichte weitergeht, und das werde ich dann auch mit einbauen. Extra für dich. Also, aber zunächst entscheide dich, wo geht's weiter? Eins, zwei, drei oder vier. Klick, klick. Unten.